herzlich willkommen zum MeshX HD Spiel der Woche. In diesem Fall gastiert die Borussia aus Dortmund beim VfB Stuttgart. Abstiegsduell. Ich sitze hier mit Daniel. Moin. Was geht ab? Was geht ab? Ja, ab geht deine Niederlage. Schauen wir doch mal direkt rein. Hier die Aufstellung. Blablabla. Wollen wir das anschauen. Das war natürlich jetzt die Gewinneraufstellung. Ja, und der BVB, man sieht, unter Druck. Ach, richtig guter Anfang von beiden eigentlich. Mannschaften hier. Ja, aber das ist klar. Das sind beide Mannschaften, die stehen da unten drin. Hallo, ich bin hier noch im Vorbericht, ja? Ja. So, ja, schon mal ehrlich. Du bist doch praktisch ein Mädchen, da kannst du auch hier Multitasking hier führen. So. So, mal sehen, wie deine Definition von lange Zeit ist. Und dann guck dir diesen Flankenwechsel an. Er kommt fast an. Oh, das ist die Chance! Er holt sie nochmal. Oh Gott. Oh, faul. Faul von dir. Ey, Mann. Konzentration. Zack. Und. Kampel. Ja, den hat er doch. Den hat er doch. Lackschuh. Dieser Abwehrball. So, und jetzt Aufbauspiel der Stuttgart. Sieht doch sehr schön aus. Und auf Ibisevic. Ganz stark. Kriterietje, weil ich nicht mehr. Schade. Ja, bei oh. Seite. Nö. Und Reus. Oh. Ja, nee. Schwach. Ups. So. Der Ball in die Mitte. Oh, und stark! Oh, aber Ulrei, was ist denn da los? Gedruckt oder hier? Dass er mal einen Ball hält. Schön. Der zieht einfach allein vorbei. Allein! Nee. Oh, meine Güte. Ganz stark. Ist natürlich auch nicht der schnellste Spieler, aber durchsetzen, das kann er nicht. In seiner besten Zeit. Nee, ja, das war das Abseits. Abseits. Deutlich ist das. Ich glaube, der war das. Eine Mutter war drin. Der war eindeutig nicht drin. Abseits. Also hätte wenn man aber auch. Oh. Ja, wahrscheinlich, Junge. Ja, fast nach Gleichschritt. So. 100 sowieso. Oh. Oh, was für ein Fehler und klein. Was macht der? Also nur Stuttgart kann solche Chancen nicht verwehren. Ja. Okay, alles klar. Wird bis jetzt ein Tor, glaube ich, geschossen in den letzten 4 Monaten circa. Haben wir jetzt endlich mal wieder ein Tor geschossen. Gegen Hoffenheim. Ekelhaft. Ja, klar, wir sind nicht gut drauf, ja, aber wir kommen, ja. Und das muss es doch sein. Ibisevic, was ist denn los mit dem Junge? Oh, Junge, danke. Mit dem Junge, was ist los mit dem Junge? Aber schön nach hinten gearbeitet. Stark. Und da ist oben Kappel, ganz frei. Ja, wo ist das frei? Also, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, deine Brille scheint nicht gut genug zu sein oder so. Aber der ist auch immer noch 0-0, ey, aber. Boah, verdient eigentlich. Der Ball auf Kagawa. Ich müsste hier schon schlecht längst Spiel. 1 oder 2-0 führen, wenn wir ehrlich sind. Ja, schlecht. Aber jetzt noch nicht. Ganz stark. Foul! Und ja. Das ist ein klares Foul! Ja, aber der Abschluss geht auch nicht rein, ne? Also. Na, noch. Nee! Und der verletzt. Schießt einfach mal und der geht fast rein, aber der verletzt sich beim Schuss. Hast du das schon mal gesehen? Nee, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Oh, aber hier, Harnik. So, okay. Acker, steh auf! Der läuft gerade. Der kann nicht mehr. Der nicht vom Feld. Ja, den nehme ich gleich vom Feld. Und jetzt hier kommen die jungen Wehen, die man sich hier in Stuttgart nennt, ja? Ulreich, erstmal den Abstoß, wie wir es kennen von ihm. Oh, da wird gewonnen. Passt natürlich nicht. Und jetzt kann es vielleicht mal schnell gehen. Nö. Ja, für mich. Oh, scheiße. Und jetzt. Foul. Kein Problem, oder? Oh, und der ist einfach durch. Kommt der durch. Jawohl, Junge. Abseits. Das ist nicht abseits. Das ist nicht abseits. Das ist einfach Augenmerk. Der kann nicht abseits sein. Das war schlecht. Der hätte doch fast Ulreich angeschossen. Das ist einfach nicht zu sehen. Es ist an den Linienrichter. Nee. Also das ist einfach so schnell. Wo ist das denn? Und da ist das Tor. Ebenfalls mit schnell. Also ich weiß nicht. Aber das ist das 1-0. Ja. Ihr hört richtig, der hat Drogen genommen. Soll man eigentlich nie machen, aber. Tür an. Ich schieß ihn doch nicht. Ich muss keine Drogen nehmen, wenn ich solche geilen Tore sehe. Wir schießen doch noch Ulreich fast. Da braucht man einfach keine Drogen.
guck dir das doch an. Wo ist das stark? Weißt du, es ist Dortmund. Sensationell. Ist ein reines Zufallsprodukt. Sensationell, ja. Ich unterstreiche das. Sensationell. Ich unterstreiche das nicht. Wortlos ist er. Komplett sprachlos. Ich streiche das kann einfach nicht wieder. Ich streiche das. Ich kann, ja, kann ja, einfach nicht mehr. Ich kann ein Gelaber nicht mehr hören. Das stimmt. Oh. Den Ball würde ich auch mitnehmen. Aber sonst. Oh, ganz stark, Junge. Ganz stark, Junge. Das er durch. Und das ist einfach nur schlecht. Deutschland. Ich träume da zum Glück nicht von. Das wäre ja Alpenrunde. Ja, von solchen Ecken. Oh. War nicht so schlecht. Habe ich schon schlechtere gesehen. Ganz kurz war für mich gar nicht so schlecht, aber das war. Ne? Logisch. Habe ich immer noch keinen Torschuss gehabt? Ich glaube nicht. Doch, Gentner. Der wäre auch fast reingegangen. Ach komm, ich glaube, das hilft nicht mal, weil der fast als Flanke galt. Oh, das darf nicht wahr sein. Aber Ulreich ist da. Er ist da und das wird zum Pass. Oh, er läuft auch vorbei. So, und jetzt ist doch mal die Chance da. Ja, da denkt er nämlich. Ja, ich denke nämlich, dass ich die Situation geklärt habe. Und ich denke nämlich, dass der schlecht ist. Ich bin einfach unzufrieden mit der Gesamtsituation. Böse. Oh, Serie! 80. Minute jetzt mittlerweile hier. So, und jetzt. Vergiss den Ball nicht. So. Ganz stark. Und durch. Abseits, oder? Nein. Oh, der lässt ihn aufsteigen. Und das war klar, dass du das war so klar. Trotzdem ging er fast rein. Fast. Aber jetzt vielleicht die Möglichkeit, noch eins machen. Hätte, Kette, Fahrrad. Wer ist das? Ach, hier. Ja, aber. Nein. Natürlich. So, ja. Der Leitlauer, das war kein Schwarzer gerade auf dem Boden. So. Ne? Hast du noch die Augen offen? Oder hast du die schon geschlossen, weil du so sehr weinen wirst, dass du hier verlierst? Das Schwarze ist wie so... Sprachlos, mal wieder. Mal wieder sprachlos. Ja, aber Leute. Ich find's einfach unfassbar, was du jetzt mal. Rassist... Oh! Du ein Rassisten bist, ja? Maximal pigmentiert, da würde ich vielleicht mal akzeptieren, aber Schwarzer... Glaub ihr, kriegen wir nicht gut. Nee! Das glaube ich jetzt sowieso nicht. Das darf ja nicht wahr sein. Verdient! Ja, also ein Spiel wieder mal durch Schieberei vom Schiedsrichter entschieden. Schieberei? Die Leute so ein bisschen geschoben. Was? Wie auch immer, 1-0 für Dortmund, ganz verdient meiner Meinung nach. Mal sehen, wie es am Freitag sein wird. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel, weil ich glaube, da wird eine Mannschaft richtig vernichtet. Aber ansonsten, wir hoffen, es hat euch gefallen. Sorakis sagt 1-0, wo ist das? Sorakis sagt 1-0, richtig, ja. Ich habe dich einfach allgemein in den Spiel vernichtet. Aber ist okay. Wir sehen am Freitag, wie es wirklich sein wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert es den Channel eventuell. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Und Niklas freut sich auch aufs nächste Mal dann zu verlieren. Ja, ne? Ich freue mich jetzt schon riesig, mal sehen, was wir dann für am Start haben. Nicht vergessen, am Donnerstag kommen unsere Tipico-Tipps. Tipico ist wahrscheinlich auch jetzt, weiß ich gar nicht, unsere Tipps der Woche raus. Ja, so. Wir empfehlen euch dann am Donnerstag, welche Tipps man am Wochenende tippen kann in der Bundesliga. Sichere und riskante Tipps. Und ja, freut euch schon mal darauf. Und ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!